und ganz herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Ihr habt es schon gelesen, heute soll es den großen XXXL DM und Rossmann Hall geben. Ich war ja vor einer guten Woche jetzt in Deutschland. Wer jetzt neu auf meinen Kanal gestoßen ist, ich wohne in Belgien. Ich bin vor fast 7 Jahren nach Belgien ausgewandert und hier in Belgien ist der Drogeriemarkt sehr, sehr, sehr teuer. Meine Familie wohnt aber noch in Deutschland, deswegen jedes Mal, wenn ich sie besuche oder sie mich besuchen kommen, dann bestelle ich immer ganz, ganz viel bei DM und Rossmann, weil es mir einfach Spaß macht, weil es viel günstiger ist und weil ich von den Produkten auch wirklich sehr überzeugt bin. Und deswegen habe ich hier auch zwei ganz, ganz große, riesige Tüten, die jetzt viel zu schwer sind, um sie euch zu zeigen. Ich kann die echt nicht hochheben, da ist so viel drin. Ja, das Video könnte ein bisschen länger dauern. Es wird ein bunt gemischter Haul zwischen Beauty, Haushalt, Baby, Kleinkind, paar Klamotten für Finn. Und ich wünsche euch ganz viel Spaß bei diesem Video. Ich habe mir einen Kaffee gemacht. Macht euch doch auch gerne einen Kaffee, denn ja, wie gesagt, es könnte ein bisschen länger dauern. Deswegen würde ich sagen, ich laber jetzt gar nicht weiter rum, sondern fange gleich an mit den Sachen. Und ich wünsche euch ganz viel Spaß bei diesem Video. Habe ich bestimmt ganz viel Schaum am Lippenstift? Naja, ja, ich greife einfach mal wirklich wild herein. Und als erstes, ich weiß auch gar nicht, ich glaube zwischen DM und Rossmann habe ich es auch nicht sortiert. Deswegen eine bunte Mischung. Ich hoffe, das ist okay für euch. Ich habe mir wieder zweimal die Erna Bio klare Gemüsebrühe ohne Hefeextrakt mitgenommen. Damit koche ich wirklich so, so, so gerne. Wer meine Kochvideos kennt, der weiß das. Ja, ich finde sie wirklich sehr lecker, sehr gut. Dann habe ich mir eine Fußcreme mitgenommen mit 10% Urea. Ich habe leider super extrem trockene Füße, die überhaupt nicht schön aussehen. Sorry, dass gleich am Anfang dieses Videos ist, aber ja, ich habe wirklich sehr, 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 sehr rissige Füße auch wieder. Also gar nicht schön, deswegen musste eine neue Fußcreme her, der Sommer kommt an. Ich möchte zumindest ein bisschen mehr meine Füße in Ordnung bringen und da habe ich jetzt die gekauft von Fußwohl, von der Rossmann Eigenmarke mit 10% Urea. Für extrem trockene Füße vor Soforthilfe steht da drauf. Deswegen erhoffe ich mir, dass die auch ein bisschen hilft bei meinen extrem trockenen Füßen. Genau, so, weiter geht's. Da habe ich was von Isana Made gekauft, eine Handcreme, die habe ich noch gar nicht ausprobiert vorher, kenne ich so noch nicht, aber auch für sehr trockene Haut. Ich habe ja sowieso überall im ganzen Körper sehr trockene Haut. Handcreme brauche ich immer, ich arbeite teils in der Pflege, deswegen sind meine Hände da sehr, sehr oft im Wasser und trocken auch sehr viel aus und habe immer, ja, gar keine schönen Hände, deswegen habe ich die aber mitgenommen. Das habe ich jetzt, glaube ich, bei DM mitgenommen, und zwar sind das Dallmanns Isländisch Moosbonbons. Sowas hatte meine Oma. Meine Oma hat immer die Salbei-Bonbons davon gekauft. Das erinnert mich immer total an früher. Und jetzt fand ich die aber ganz toll. Das sind Hustenbonbons mit dem bewährten Extrakt des isländischen Moos. Die Erkältungszeit ist ja leider noch nicht ganz vorbei. Deswegen dachte ich mir, nehme ich mir so eins nochmal mit. Für alle Fälle, wenn es dann mal wieder in den Hals krabbelt. Genau, da war ich im Zweifel, ob ich es mitnehmen soll, dachte ich mir, nehme ich einfach mal mit, wenn es wirklich mal ganz schnell gehen soll. Und zwar geht es um die Bio-Tomatensoße von Fruchtbar. Kindertomatensoße könnte man, glaube ich, auch jedes einzelne andere aus dem Glas nehmen, aber ich denke mir, vielleicht ist sie nochmal extra auf den Kindergeschmack abgestimmt. Hier ist auch nichts Schlechtes drin von den Zutaten her. Deswegen dachte ich mir, nehme ich das einfach mal mit, wenn es wirklich sehr schnell gehen soll. Einmal auch zum Testen so für uns. Das haben wir noch nie probiert. Habt ihr die schon mal ausprobiert? Lasst es mir doch mal sehr gerne in den Kommentaren unten wissen. Ah, vielleicht kann ich hier den zweiten Teil zu finden. Ja. Und zwar habe ich mir einmal ein Shampoo- und Spülungsset mitgenommen. Das ist von DM. Das Feuchtigkeits-Shampoo und einmal die passende Spülung dazu. Genau, für trocknes, strapaziertes Haar nehme ich eigentlich immer irgendwie sowas. Und ich fand den Duft sehr angenehm. Das ist mit Mango-Duft. Fand ich sehr passend jetzt auch zum Sommer hin. Das kenne ich hier so jetzt noch nicht, aber ansonsten war ich immer ganz zufrieden mit den Shampoos und so von Balea. Dann habe ich einmal was für mich, habe ich schon ganz vergessen. Die Hälfte der Sachen weiß ich auch gar nicht mehr, was ich hier alles so eingekauft habe. Deswegen muss das Video jetzt unbedingt auch abgedreht werden, denn ich brauche einige Sachen, die ich gekauft habe, brauche ich jetzt. Wie zum Beispiel Zahnpasta und sowas. Ich glaube, das kommt da auch noch drin vor. Ja, aber das brauche ich nicht unbedingt, aber musste mit, fand ich da sehr lecker aus. Das ist ein Beauty Sweeties, da habe ich noch nie was von gehört. Das sind aber vegane Weingummis, fand ich sah lecker aus, durfte mit. Dann habe ich uns wieder die Bio-Wattestäbchen von Evelyn von der Nature-Reihe gekauft, genau so. Und da ist halt das Gute daran, dass da kein Plastikstab in der Mitte ist vom Q-Tip, sondern einfach nur ein
Pappstab, 100% abbaubar. Ich finde die wirklich sehr, sehr, sehr gut. Also die bleiben auch so von der Festigkeit, die knicken auch nicht ab und so, wie es bei manchen anderen ist. Die fusseln auch nicht. Fand ich richtig gut, deswegen durften da einmal wieder zwei Stück von mit. Für Finn habe ich noch was zum Knabber mitgenommen und zwar einmal die Himbeer-Reiswaffeln. Er hat immer so Phasen, wo er die gerne mag und wo er sowas nicht so gerne mag. Er mochte nämlich von der Zeit lang auch diese ganzen Maispuffer-Dinger super gerne. Seit einer Woche will er die nicht mehr anrühren, deswegen schüttelt er mir den Kopf und will die nicht haben. Vielleicht habe ich ein bisschen mehr Erfolg jetzt mit den Himbeer-Reiswaffeln. Ich habe noch einiges an Tee gekauft, glaube ich, und zwar solche medizinischen Tees, weil wir die jetzt alle in der Krankheitswelle den letzten Wochen aufgebraucht haben. Einmal ist es für meinen Mann und mich, einmal so ein Hals- und Rachentee von DM. Ich finde die anderen Tees jetzt gerade nicht, aber die kommen nachher ganz bestimmt. Ich habe für Björn, also für meinen Mann, einmal mitgenommen ein Gesichtsgel. Das finde ich richtig klasse. Das benutzt er schon seit Jahren, ist davon überzeugt. Das klebt auch nicht in seinem 3-Tage-Bad. Einige davon kleben nämlich total komisch oder andere Gesichtscremes. Damit ist er sehr, sehr zufrieden. Das ist das L'Oreal Man Expert Hydra Energy Gel. Genau, das durfte er einmal mit. Dann noch was zum Naschen für mich. Und zwar von Bärengarten. Diese Gummibärchen. Dann dachte ich mir, wäre es mal an der Zeit, mal eine neue Flaschenbürste zu kaufen. Momentan habe ich eine von, ich weiß gar nicht von welcher Marke, aber auch so mit Silikonnoppen so. Die anderen, die nicht, also die normalen Bürsten haben, sollte man sehr häufig, viel häufiger wechseln. Das mit den Silikonbürsten, die kann man manchmal ganz gut in die Waschmaschine, in die Spülmaschine mitstecken auf einem hohen Programm, also hohe Temperatur. Und dann werden die dann auch gut sterilisiert. Finn kriegt ab und zu mal noch eine Flasche. Wenn er freitags einen Papatag hat, dann bekommt er da Flaschen. Unsere Wasserflaschen und sowas reinige ich da auch sehr gerne mit. Deswegen durfte er einmal, die ist von Bibi. Und da ist auch nochmal extra so ein extra kleine Bürste drin für den Sauger. Genau, da kann man die auch immer nochmal extra sauber mitbekommen. Ich habe mir ein neues Deo gekauft und ich bin eigentlich schon jahrelang bei den CD-Deos hängen geblieben. Ich muss sagen, also wenn ich wirklich weiß, ich habe einen sehr anstrengenden Tag vor und ich darf nicht riechen, dann helfen die nicht so 100%. Aber 90% der Fällen, also ich schwitze nicht so wirklich und deswegen stinke ich auch nicht so wirklich, wenn ich das mal so sagen darf. Deswegen sind die Deos an den allermeisten Tagen komplett ausreichend für mich und wir haben immer ganz gut riechende neue Düfte, deswegen ist das jetzt einmal mit Baumwollblüte und grüner Tee. Ja, riecht sehr angenehm und frisch. Das durfte einmal mit. Dann habe ich einmal nachgekauft eine Augencreme von Balea, die Vital Antimüdigkeits Augencreme. Ich glaube, das ist für reife Haut, aber ja, meine Augen sind reif. Ich habe immer Augensäcke und Tränensäcke und Augenringe bis zum geht nicht mehr. Deswegen, ja, durfte es einmal mit. Die ist so leicht getönt, das wusste ich am Anfang nicht, finde ich aber gar nicht schlecht. Also ich benutze sie tagsüber, abends habe ich eine andere. Aber ich finde die gut, ich vertrage die gut und benutze die täglich. Deswegen, und meine ist jetzt gerade alle gegangen, deswegen passt das jetzt ganz gut, dass ich wieder eine neue habe. Das war einfach ein Spontankauf von mir, eine BB Soft Shower Cream. Die riecht nämlich so ein bisschen wie so die Cremes, also die normalen BB-Cremes. Genau, und ich mag den Duft total gerne, deswegen durfte das aus sentimentalen Gründen einmal mit. Ich habe noch einmal die Feuchttücher mit 99% Wasser von Babylove mitgenommen. Wusste ich gar nicht, dass sie das auch bei DM schon haben. Ich glaube, Rossmann war erst, dass die auch solche Feuchttücher rausgebracht haben. Davor hatten wir immer die Water Wipes, die sind aber relativ teuer. Oder von Jackson Rees, die finde ich sogar noch ein Stück besser, weil die abbaubar sind. Aber ich glaube, das sind die nämlich jetzt auch. Genau, Zellstoff stammt aus verantwortungsvoll bewirtschafteten Wäldern biologisch abbaubar. Richtig toll. Und es wurde Zeit, dass die Drogeriemärkte hinterherziehen damit und es haben es endlich. Ich habe auch welche von Rossmann mal getestet. Ich muss sagen, ich habe jetzt nicht so einen großen Unterschied festgestellt zwischen denen von DM und Rossmann. Ich finde beide richtig gut. Finn verträgt die super. Und deswegen zweimal damit. Ich bin mir nicht sicher, ob ich vielleicht noch eine dritte Packung mitgenommen habe. Aber ja, die kann ich wirklich empfehlen. Die sind wirklich top. Ein neues Spülmittel habe ich dabei. Ich hatte sonst immer das Frosch-Spülmittel, so für die Flaschen und sowas. Für die Babyflaschen früher, aber auch für seine Wasserflasche. Jetzt habe ich immer ein Spülmittel, wo kein Duftstoff dabei ist. Und ich habe hier schon mal geguckt in den Supermarkt bei uns um die Ecke hier in Belgien. Und ich finde da nicht wirklich was ohne Duftstoff. Und wenn, dann ist es mega teuer. Deswegen habe ich das einmal mitgenommen von Denk mit ultrasensitiv Spülmittel. Da habe ich zwei Brote mitgenommen. Oh, eins ist schon ziemlich zerknautscht. Ich wollte eigentlich noch viel mehr Brote kaufen, die so verpackt sind, weil sie ziemlich lange halten und sowas findet man hier in Belgien leider sehr
Man findet es aber nicht wirklich so die Auswahl. Naja, das nächste Mal kommen auf alle Fälle wieder mehr mit. Genau, ansonsten muss ich mal fragen, ob mir jemand was zuschicken kann an deutschem Schwarzbrot. Denn Finn mag es auch total gerne. Hab mich total gewundert, als wir bei meinen Eltern waren. Er hat das Mischbrot links liegen gelassen. Er wollte auch dieses ganz dunkle, schwarze Roggenbrot, Sonnenblumenkernbrot, wollte er das essen. Deswegen habe ich einmal von DM Bio ein Roggenvollkornbrot mitgenommen und einmal das Eiweißbrot. Finde ich auch sehr lecker. Auch von DM habe ich ein Kinderfrüchtemüsli mitgenommen. Bei Finn muss ich ja so ein bisschen aufpassen. Er darf ja keine Mandeln, Haselnüsse, Walnüsse essen. Also auch nicht gemahlen, weil er darauf allergisch reagiert. Da ist es jetzt hier nicht drin. Und ich denke mir, so ein Porridge am Morgen. Also ich werde es auch mitessen. Also werden wir uns teilen. Genau, fand ich aber, hörte sich ganz gut an. Und deswegen habe ich es einmal zum Testen mitgenommen. Und dann habe ich noch einen Hirsebrei mit Feige und Heidelbeere. Kenne ich auch so noch gar nicht. Könnt ihr mir ja gerne schreiben, ob ihr das schon mal probiert habt, ob ihr das mögt oder nicht. Das hörte sich für mich sehr lecker an eigentlich. Ah, hier habe ich noch einen anderen Tee gefunden. Und zwar von Messmer, Holunder und Kirsche. Ich liebe Kirschtee. Es gibt von Celestial oder so heißt der, die Marke. Das ist so lecker, aber richtig teuer, aber so lecker. Deswegen hoffe ich, dass er so ein bisschen an die herankommt. Ich liebe auch Kirschmarmelade. Ich liebe alles mit Kirschen. Ich liebe Kirschen einfach. Genau, deswegen durfte der Tee immer mit. Dann habe ich eine Gesichtscreme nachgekauft. Da kommen auch gleich noch andere, glaube ich. Und zwar von Balea Ultrasensitiv mit Urea Gesichtscreme. Das ist so meine Nachtcreme, die ich benutze. Die ist wirklich sehr gut, vertraglich super. Hat auch nochmal 7% Urea mit drin, also nochmal für extra Feuchtigkeit. Auch für zu Neurodermitis neigende Haut sehr gut geeignet. Deswegen habe ich die mir einmal nochmal nachgekauft. Und meine Tagescreme, die ich immer benutze, jetzt benutzt habe letzten Monate, ist die Balea Med Ultrasensitiv Altifalten Tagescreme mit dem Lichtschutzfaktor 15, was ich total toll finde, dass da ein Lichtschutzfaktor drin ist. Da möchte ich jetzt immer darauf achten, dass das wirklich Standard in meiner Gesichtscreme drin ist für den Tag, weil ja, man ist immer draußen, die Sonne scheint immer, auch im Winter, und es ist nicht unbedingt viel Sonnenschutz, aber doch mehr als gar nichts. Wenn man wirklich in die Sonne geht, dann muss man sich natürlich nochmal extra eincremen, aber so für einen alltäglichen Gebrauch finde ich das toll, dass die da schon mit drin ist, der Lichtschutzfaktor, deswegen durfte die einmal mit und die vertrage ich auch wirklich super. Ich hatte mal übrigens eine Creme von Alverde gekauft, hatte ich mal im letzten DM-Haul vorgestellt. Die fand ich aber nicht gut, weil da irgendwie Alkohol drin war, der Alkoholgeruch, und das ja, fand ich nicht so angenehm bei mir. Genau, dann habe ich einmal von Pediprotect, da gibt es ja die Sonnencreme auch, die sind erst aufgekommen letztes Jahr, glaube ich, die auch sehr gut sein sollen. Und jetzt habe ich aber ein 2-in-1 Shampoo und Waschlotion mitgenommen für Finn, weil er ein neues Shampoo braucht. Sein ist gerade alle gegangen und das hat auch bei CodeCheck sehr, sehr gut abgeschnitten. Also da ist nichts drin, was irgendwie schädlich sein könnte. Ist nicht ganz günstig, aber Inhaltsstoffe sind top, deswegen gebe ich da gerne mal 1 Euro mehr für aus. Dann habe ich einmal Besteck für Finn mitgenommen. Wir haben ja von Anfang an Babylight-Weaning mit ihm gemacht, also seitdem er 6 Monate alt ist. Ist er bei uns mit am Familientisch mit und er kann auch inzwischen super mit Gabel und Löffel essen. Und wir haben ein Set von Ikea, das hat auch so einen Plastikgriff, das ist halt ein bisschen besser für die zum Anfassen. Mit den Kuchengabeln geht's auch, aber man merkt man halt schon, dass der Griff halt nicht so da ist. Und ich habe schon sehr, 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 sehr viel Positives über dieses Besteck von Babylove gehört, und zwar dieses geschwungene, mit den geschwungenen Griffen, weil das wohl super gut in der Hand liegen soll bei den Kleinen. Bin sehr gespannt, wie er da so mit zurechtkommt. Dann durfte er außerdem noch einmal ein neues Ärmelätzchen mit. Wir haben ja eins von Ikea und eins von DM. Dieses mit den Koalas drauf, aber manchmal komme ich einfach nicht dazu, um das rechtzeitig abzuwaschen. Inzwischen ist er sogar schon sehr viel ordentlicher als am Anfang, aber ich dachte mir so, ja komm, ich nehme jetzt noch mal eins mit, weil ich die von DM wirklich sehr, sehr, sehr gut finde. Ich weiß, dass Rossmann auch solche hat, sind halt abwaschbar, ne? Also welche mit Frotti oder halt so Stoff, die muss man halt jedes Mal in die Wäsche tun, und die kann man wirklich einfach nur abspülen, unter dem Wasserhahn aufhängen und bis zur nächsten Mahlzeit sind sie wieder getrocknet. Die finde ich wirklich sehr, sehr, sehr gut, auch gerade für Babylight Weaning Kinder. Das fand ich ganz süß mit den Drachen hier drauf. Ich finde die Ärmel auch gut. Also ich glaube, bei Rossmann haben die nämlich nochmal so ein Gefrüll da drum. Und das würde, glaube ich, stören. Also das wird nochmal extra Dreck aufnehmen. Das muss nicht sein. Die schließen einfach gut ab. Und dann habe ich so ein paar Quetschis gekauft.
hatte auch, glaube ich, noch zwei oder drei mehr gekauft, aber die hat Finn schon aufgegessen inzwischen. Und hier in Belgien haben wir natürlich auch Quetschies, aber die sind wirklich so viel teurer. Ich glaube, die haben jetzt alle 75 Cent gekostet. Und in Belgien starten die ab 1,20 Euro. Also es ist schon ein ganz schön Unterschied, 1,20 Euro bis 1,60 Euro sogar pro Quetschi. Deswegen, ja, habe ich da ein paar mitgenommen. Genau, ein zweimal von Fruchtbar mit Granatapfel, Erdbeere, Pfirsichbanane und Reis. Kiwi, Erdbeere, Birne, Banane und Zwieback. Dann von Freche Freunde, Apfel, Süßkartoffeln und Mandarine. Hört sich auch sehr interessant an, fand ich. Und den gab es, glaube ich, gratis dazu mit der App. Apfel, Banane, Erdbeer mit Hafer. Ich habe eine Sonnenbrille für Finny gekauft. Da habe ich das Etikett ja schon abgemacht. Also ich glaube, dass er mit dem Sonnenhut auch gut geschützt ist. Aber mein Mann wollte unbedingt eine Sonnenbrille für ihn kaufen. Da habe ich mal bei DM geguckt. Und da fand ich die hier ganz süß. Ich weiß nicht, wie oft er die wirklich tragen wird. Aber ja, ich fand die sehr gut. Die passt ihm auch sehr gut. Ist jetzt nur das Ding, ob er die drauf lässt auf seiner Nase oder nicht, aber ist gut und günstig, deswegen durfte die einmal mit. Es gibt da sehr knallige Farben, fand ich aber nicht so schön. Ich fand dieses Rot und Blau, das ging noch. Also ich hätte auch lieber eine ganz schlichte gehabt für ihn, aber ja, die ist ganz okay. Achso, dann habe ich aber noch Rosinen gekauft. Da hat er auch schon zwei von aufgegessen. Von Freche Freunde, er liebt die. Ich weiß gar nicht, ob die ohne Schwefel gemacht sind. Also Rosinen können wir hier auch kaufen, auch sehr gute. Und sind dann schwefelfrei. Hier steht jetzt gar nichts drauf. Ja, genau, also einmal die. Wir wickeln ja mit Stoff. Meine Mutter hatte die entdeckt. Die nehmen wir nämlich auch immer mit. Deswegen einmal von Puss Blue. Das ist, glaube ich, der Eigenmarke von DM. Genau. Die Windelfließeinlagen finde ich gut. Allerdings kann man die nicht wirklich mitwaschen in der Waschmaschine. Die zerfleddern nämlich. Also die kann man wirklich nur einmal benutzen. Aber da die Einlagen in der Krippe sowieso immer wegschmeißen, kann ich die dafür die Krippenwindeln benutzen. Kostet 3,95 Euro. Und einmal hatten die jetzt da bei DM noch von Grünspecht dieses Bio-Windelvlies. Das finde ich auch sehr gut, ist aber sehr, sehr lang. Also es ist wirklich extrem lang, das falte ich immer einmal um. Kostet 5,95 €, also schon ein großer Unterschied, aber die kann man halt wirklich mehrfach mitwaschen. Insofern, ja, rentiert sich das vielleicht ein kleines bisschen wieder. Ja, ich habe gerade gesagt, dass wir mit Stoff wickeln, tun wir eigentlich auch immer. Aber wir haben immer Backup-Wegwerfwindeln zu Hause und da mag ich total gerne die von Babylove, die Öko-Windeln. Jetzt schon in der Größe 5. Ich glaube, die 4er würden Finn auch noch so passen, aber die 5er passen mir auch schon richtig gut. Deswegen habe ich die schon einmal nur mal größer mitgenommen. Es ist angegeben von 12 bis 25 Kilo. Finn ist jetzt 10,5 Kilo, aber die passen mir auch schon richtig gut. Und dann habe ich ein paar Kleidungsstücke mitgenommen von DM. Und zwar einmal einen richtig süßen Pullover, den hat meine Mama entdeckt. Der ist von Alana in der Größe 92, hat er schon angehabt. Spar in der Wäsche, habe ich gerade eben rausgenommen. Fand ich richtig schön, also wirklich aus 100% Bio-Baumwolle. So ein etwas leichterer Pullover, jetzt perfekt für den Frühling und Sommer, wenn es ein bisschen kälter ist, morgens noch. Wie gesagt, 92, passt da jetzt schon rein. Der Ärmchen muss ich einmal umkrempeln. Aber ich glaube, da würde auch noch das ganze Jahr reinpassen. Ja, und war auch überhaupt gar nicht teuer. Ich glaube, das hat jetzt 13 Euro gekostet. Total in Ordnung für die tolle Qualität. Dann habe ich noch einmal ein Body ohne Arm, auch in Größe 86,92 mitgenommen. Einfach ganz schlicht blau-weiß gestreift mit so einer Brusttasche für die wirklich warmen Tage. Und dann habe ich einmal diese süße Mütze für ihn mitgenommen. Die hat er im Urlaub auch schon mehrfach auf. War perfekt, es ist einfach ein Jersey-Stoff, also hier ist eine ganz normale Mütze eigentlich, aber dann mit so einem Schirm. Da dachte ich mir nämlich, das wäre auch perfekt für den Buggy oder für den Strand oder wie auch immer. Wenn es noch ein bisschen kälter ist, aber die Sonne scheint schon, sieht da auch so süß mit aus. Der Schirm ist übrigens sehr weich, sehr bequem auch, also der ist nicht irgendwie so wie eine richtige Cappy, wo er sehr hart ist, sondern... Ah, siehst du, noch einmal so ein Packen Feuchttücher. Ja, dann habe ich einmal diese Bio-Knusper-Schildkröten. Ich weiß gar nicht, vielleicht war das Geschenk von meiner Freundin. Ich glaube, das war das Geschenk von meiner Freundin. Die mochte er bis zu einer Woche total gerne. Ich warte jetzt einfach mal damit, weil er halt diese ganzen anderen Maisflips auch gerade verweigert. Ich warte noch ein paar Wochen, dann wird er die ganz bestimmt wieder mögen. Von Fruchtbar. Dann einmal einen Alnatura Kinderfrüchtetee. Finn bekommt wirklich eigentlich ausschließlich Wasser, aber ganz ab und zu mal, vielleicht am Wochenende, wenn wir Tee trinken, dann bekommt Finn auch einen Tee, wenn er den möchte. Dann habe ich einmal den mitgenommen, so ein ganz normaler Früchtetee. Noch einmal eine Packung Feuchttücher von Babylove, die mit 99% Wasser
Und wer mich schon länger verfolgt und auch schon ein paar DM-Hauls von mir geguckt hat, der weiß erstmal, dass ich total trockene Haut habe mit Neurodermitis und sowas und ganz viel Ekzemen. Und der weiß aber auch, dass ich von dieser Körpermilch total überzeugt bin, weil die richtig gut pflegt, total top ist. Ich vertrage die richtig gut und die ist wirklich unschlagbar für den Preis. Und deswegen habe ich da auch 7 Stück, ich glaube sogar 8. Ich glaube, ich habe insgesamt 8 mitgenommen. Irgendwie eine muss ja noch in der Tüte unten rum schwirren. Deswegen ja 8 Stück davon mitgenommen. So eine Creme hält ungefähr 2 Wochen bei mir. Ich finde die wirklich richtig toll. Habe ich auch schon mehrfach erwähnt. Deswegen will ich da gar nicht mehr weiter viel zu erzählen. Aber wer trockene Haut hat von euch, probiert die wirklich mal aus. Und zwar die wird 10% Urea, nicht mit 5. Die finde ich nämlich nicht so toll. Die hat irgendwie eine andere Konsistenzzusammensetzung. Aber die mit 10% Urea ist wirklich richtig gut. Einfach nur mal zum Mitnehmen habe ich diese Babylove Pflegetücher. Die benutzen wir auch immer wirklich täglich bei Finn. Aber ich habe solche ganz normalen. Hier habe ich gerade zum Beispiel eine von Aldi. Da müssen einfach solche Kosmetiktücher, Taschentücher. Die haben übrigens auch ein total schönes Design jetzt von Aldi, ne? Aber gut, die sind halt nochmal ein bisschen größer, ein bisschen dicker, aber die ganz normalen tun es auch. Dann nochmal ein bisschen Tee. Und zwar habe ich von Stig Lemke den Balance-Tee mit Zimt, Kardamom und Wacholder. Den finde ich wirklich sehr lecker, habe ich bei meinen Eltern schon eingetrunken. Und dann habe ich ja gesagt, noch ein paar Arzneitees. Habe ich einmal für Finn einen Bio-Husal-Tee mitgenommen. Der hat er nämlich auch bekommen, als er wirklich so extrem krank war mit dem Parainfluenza-Virus. Einmal die. Sind aber erst ab einem Jahr, glaube ich, angegeben. Also davor würde es auch nicht geben, aber jetzt, wo er so krank war. Und einmal einen Bio-Magen-Darm-Tee. Der ist auch sehr lecker. Kann man auch selber als Erwachsener trinken. Aber auch einmal nochmal für Finn, für alle Fälle. Hilft dann bei so Krankheitsfällen doch ein bisschen. Und für mich und meinen Mann einen Hals- und Rachentee noch einmal. Mein Mann hat nämlich öfter mal Probleme mit seinem Hals. Also von Rossmann habe ich einmal Kekse mitgenommen, Erdbeerkekse, einfach auch zum Snacken für Finn zwischendurch. Und dann war die irgendwie runtergesetzt. Das ist eine Mascara von Essence. Ich weiß gar nicht warum. Ich hoffe, dass sie nicht aus dem Sortiment geht, denn das ist so meine Lieblingsmascara, die ich wirklich täglich benutze, die ich auch heute drauf habe. Und zwar ist das die Lashes of the Day Super Volume Mascara. War nämlich neulich auch bei uns im Drogeriemarkt hier in Belgien weg. Hatte jetzt hier einen Sonderpreis für 95 Cent. Ich hoffe, dass sie nicht aus dem Sortiment geht. Ich finde die wirklich toll. Wenn ihr die noch bekommen könnt, probiert die mal aus. Für meine Wimpern sind die top, aber da ist ja auch jeder anders. Aber einmal Zahnpasta. Da habe ich jetzt einfach eine von Blender Med 3D White Deluxe mitgenommen. Brauche ich jetzt auch. Kann ich gleich nachher mit nach oben nehmen. Einmal ein Hydro Booster, ein Feuchtigkeitsgel für feuchtigkeitsarme Haut. Benutze ich immer unter der Tages- oder Nachtpflege. Finde ich richtig gut. Ist ein Pumpspender. Spendet nochmal extra Feuchtigkeit. Verträgt meine Haut gut. Deswegen ja so ein Serum unter der Tages- oder Nachtpflege. Benutze ich eigentlich auch immer standardmäßig. Habe ich 2 Aufstriche mitgenommen. Einmal von Erna Bio. Tomate Basilikum. Das ist so Finns Favorit. Und einmal noch von Tartex. Marktgemüse, Kirschtomate und Rucola. Hört sich auch sehr lecker an. Und dann habe ich hier nochmal Feuchttücher bei. So viele Feuchttücher. Und zwar sind die von Rossmann. Einmal so ein 4er-Pack Feuchttücher mit 99% Wasser. Ich weiß gar nicht, ob die auch biologisch abbaubar sind oder nicht. Dieses Tuchmaterial stammt aus nachhaltig bewirtschafteten Wäldern und kontrollierten Quellen. Da müsste ich mich mal informieren. Oder wisst ihr das? Hier steht ja drauf, dass die biologisch abbaubar sind. Die DM-Feuchttücher. Hier steht es jetzt nicht explizit mit drauf, insofern bezweifle ich das ein bisschen, aber ja, das wäre vielleicht ein guter Unterschied bei den beiden. Und dann als allerletztes habe ich für Finn gekauft im Rossmann diese Stabilo Woody Buntstifte. Meine Mama hat mich gefragt, so wollt ihr nicht irgendwas malen oder ist er jetzt schon so, dass er malen möchte und Finn mag das auch wirklich ab und zu mal ganz gerne. Nicht immer, aber ab und zu malt er richtig gerne und ich muss wirklich sagen, dass die richtig, richtig, richtig toll sind. So der Hype darum kann ich nachvollziehen. Finde ich toll, da ist auch ein extra Anspitzer mit drin, extra für die Stifte, weil die halt doch schon dicker sind. Da kann man wohl auch auf Glas mitmalen, also auf Fensterscheiben. Das möchte ich Phil jetzt aber nicht unbedingt beibringen, denn ich weiß nicht, ob er das jetzt schon unterscheiden kann, wenn er weiß, oh, ich darf hier auf dem Fenster oder auf den Türen malen, dass er dann nicht denkt, so, oh, dann ist es bestimmt auch nicht schlimm, wenn ich zur Wand übergehe. Deswegen bleibt das Malen erstmal auf ein Blatt Papier beschränkt bei ihm. Aber ich muss wirklich sagen, die sind sehr, sehr toll. Die sind butterweich, lassen sich super gut abwaschen wieder von den Händen. Muss man auch gar nicht viel Druck auftragen und trotzdem haben die eine kräftige Farbe.
Genau, deswegen einmal die sind nicht ganz günstig, aber finde ich, sind auf alle Fälle ihren Preis wert. Und das war's von meinem XXXXL Hermann Rossmann Haul. Jetzt heißt es für mich, diesen ganzen Kram, der hier vor mir ausbreitet, liegt irgendwie nach oben, nach unten, alle möglichen Schubladen zu verstauen. Ich bin aber froh, dass ich es endlich machen kann, denn es wurde Zeit. Und ja, ich bedanke euch fürs Zuschauen. Hinterlasst mir super gerne einen Daumen nach oben, wenn es euch gefallen hat. Abonniert meinen Kanal auch sehr, sehr, sehr gerne. Dann verpasst ihr kein weiteres Video mehr von mir. Und dann würde ich sagen, vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Tschüss, meine Lieben.